Munitionsarten im Rucksack. Hab gehört, jemand hat eine Truck-Batterie von euch? Negativ. Schade. Hätte ja sein können. Schuss. Entschuldigung. Richtung Military Schuss. Cherno. Alter, was ist das denn für ein Berg? Den sehe ich ja zum ersten Mal, what the hell? Hier sieht einfach aus wie ein Cock. Even, wo hast du das? Wolle? Ich bin hier gerade am Zombie-Fighten. Ja, das habe ich dir gemacht. No, was, das ist das. Okay, Nadesino. Nasenbalsam. Ich bin jetzt auf der Straße Richtung Nadesino. Ja, ich bin noch am Brunnen. Ich musste gerade Zombies töten. Jetzt muss ich was trinken. Ich weiß leider immer noch nicht, wo der Brunnen ist, aber... Wenn du auf der Karte reinzoomst, dann siehst du ihn. Ja, ja, das ist hier ganz hinten in Nadesino. Ja, nee, nicht Nadesino. Wo soll ich gehen? Naja, ziemlich links. Ja, okay, dann gehe ich da auch schnell hin. Ohne Momenti. Hast du einen Salin? Bitte? Hast du einen Salin-Bag? Ich habe einen Salin, ja. Sardinen? Also, würde ich fast nehmen. Ich dir geben, ja. Aber nur fast. Alles bugfest, Daisy. So. In the middle of Nobody. Ah, Fountain. Ich kann auch bald los, also. Ich nehme jetzt immer Stück für Stück Fleisch in mein Inventar auf und lasse es schneller abkühlen. Anscheinend bin ich eine sehr kalte Persönlichkeit. Du kannst es hier auf dem Server nicht essen, wenn das heiß ist. Doch. Doch. Also aber du bisher kannst es nicht mitnehmen. Das... Nee, genau. Weil du sonst. Also ich bin aber auch so warm angezogen. So, ja, aber ich bin jetzt hier. Ungern was liegen lassen. Nee, nee. Liegen gelassen wird nichts. Ich kann uns jetzt locker einige Stunden ernähren. Also ich bin jetzt hier bei den Wohnhäusern in Novoselki. Der Brunnen ist ja eigentlich in dieser runden Straße. Der müsste genau, genau hier irgendwo sein. Hier und eigentlich. Und ich bin da auch gerade auch am Brunnen und trinke. Ja. Ah, da. Scheiße. Hab ich nur einen Namen? Nix. Problem ist. Oh mein Gott. Schon wieder ein Codelock. Vier Stück schon. Und er hat noch keins gefunden, Mensch. Ja, gut. Ich habe jetzt aber auch noch nicht weiter gesucht. Jetzt kommen die Ausreden. Mhm. Ja, okay. Ja, okay. Hast du mir den Salin weg, bitte? Ja. Was hast denn du für Waffen? Gar keine. Doch, eine CR 5.7 ohne Munition und eine Amphibia ohne Muni. Also ich hab... Danke für den Bag. Du bist sehr gut ausgestattet, mein Freund. Ja, der war ja schnell weg. Also, ja. Ich hab 180er, Mosin, 9x39, 4,6x30, die kenne ich nicht, und 45er ACP. Oh, alles nicht. Leider, aber danke. Alter, ich hab voll den großen Nutzer. Hast du SKS-Muni? Wie bitte? Hast du SKS-Munition? Nee. Wie bitte? Ja, du Leute.
Schade, schade. Oh, das ist so heiß. Ah, noch 3 Stück Fleisch, dann kann ich loslaufen. Noch eine. Mein Gott, sind die viele Zombies. Die Häuser noch, oder? Ha? Du lootest noch die Häuser, oder? Nee. Die hier unten dann die. Ja? In dem Supermarkt. Ah, okay, da bin ich auch was. Hier gibt's doch noch, auch noch ein Millicamp eigentlich irgendwo, oder? Gleich links von uns irgendwo. Ja, das habe ich schon gemacht. Hast du schon das gemacht? Ist hinter uns. Ja. Und hier unten ist auch nochmal eins, aber das ist kein richtiges Lootlager. Ich hätte gerne irgendeine Munition. Ja, lass treffen, Munition habe ich wahrscheinlich für dich. Also zumindest bei meinem Stash. Das ist eine Nagelkiste. Noch eine Nagelkiste, Mensch. Wir sind rich, Boys. Immer noch bequem. Oh. Weißt du schon eine Blutgruppe? Nein, bin null negativ. Ja. Ich habe 2 Bluttests, falls ihr wollt. Ja. Ich habe einen Tester für dich. Hallo. Servus. Guten Abend. Guten Abend. Moin. Null negativ. Null positiv. Ich auch. Echt? Ja. Er lügt. Wenn ich null negativ bin, dann können wir uns dann trotzdem spenden? Ja. Null negativ ist doch so Universalspender oder sowas, oder? Ja, null negativ ist Universalspender. Und ich glaube, A plus oder so war das, der nur ein Dings annehmen kann. Also null negativ kann jedem geben, aber kann auch nur null negativ kriegen. Okay. Nee, ich glaube, A ist doch AB ganz einfach, Jungs. AB positiv oder negativ war das auch nee. Noch, ne? Das war auch noch so special, eins von beiden. Ja, AB kann nur AB kriegen. Nee, aber eins von beiden ist auch irgendwie universal. Kann ich gleich mal gucken. Ich hab da eigentlich schon eine Liste für. Ich könnte schwören, ich hatte es letztens in der Uni. Und was jetzt mit B positiv? Das ist halt B positiv. Ja. Kann nur B positiv kriegen oder halt null negativ. Ah, da ist ein Zombie eingesperrt. So, ich überhitze jetzt offiziell nicht mehr, wenn ich das Essen in der Hand habe. Oh, ich habe eine M3A gefunden. Mit 45 HTP-Muni. Lass mal mitnehmen. Ja, ich laufe hier mal weiter den Weg entlang. Mhm. So viele waren wir schon lange nicht mehr.
Ozean. Ja? Wie geht's Ihnen? Oh ja, so lala, muss jetzt mal den ganzen Scheiß wieder runterladen. Hm. Musst du nicht. Kannst. Ist die Vault 34. Dann wollen wir mal gucken. So, was sagt das Stadtschild? Nadesino bin ich jetzt. Oh, okay. Ja, ich komm jetzt. Pervers. Du kannst mir was reichen, wenn du erscheinst. Ja, okay, mein Gott. Mein Pilz. Sind auch meine Zino? Ich bin in der Police. Wo bin ich jetzt nochmal? Ich bin hier. Vanadezino, so. Da muss ich in den Süden. Check hier mal nach Muni. Schaut schlecht aus. 2 Packungen ATP Muni. Warum ist mir weiß? Narkosemittel habe ich gerade bekommen. Hier ist ein Kartenreader. Wir brauchen auf jeden Fall Karten für diese Vaults. Karten? Mhm. Keycards. Das ist aber das ist auf jeden Fall neu. Das hatten die früher nicht drauf. Kennt ihr euch damit aus? Sehr gut, ich. Ja, aber es ist eine andere Mod, glaube ich, also irgendwie. Das ist wahrscheinlich die ganz normale. Die ganz normale ist easy, aber die DNA-Keycard, die, ja, die ist ein bisschen schwieriger. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Musst du nämlich alles selber herstellen, die Werkbank musst du herstellen, musst die Dinger dafür finden und. Also brauchen wir eine größere Base auf jeden Fall. Sowieso. Also, wenn wir auf jeden Fall mal die ganzen Dinge machen wollen, ja. Also wollt ihr so eine Base bauen, die komplett autark ist oder in so ein Haus rein? Das haben wir uns auch schon gefragt, ehrlich gesagt. Eigentlich egal. Ich würde sagen, wir machen erstmal so eine Starterbase, wo wir so ein Haus einfach dicht machen mit 2 Wänden. Und da sammeln wir unsere Materialien und dann können wir ja nebenbei irgendwo eine Base bauen. Weißt du, was ich meine? So eine richtige. Das macht vielleicht Sinn, dass wir erstmal so ein Safe Space haben. Ja. Wo wir unser Loot abwerfen können und so. Okay. So, ich bin hier in dem Häusel drinne und komme hier gerade nicht raus. Aha. Ja, ich renne weiter, weil ich habe 50 Zombies am Arsch. Also ich bin jetzt gerade bei diesem Castle zwischen Vishnu und Nazarino. Ich laufe jetzt straight zu euch durch. Ey, sind viel zu viele Zombies, ey. Ui, ja. Also ich glaube, ich habe gerade 7 Stück oder so hinter mir. Einen Vorschlag haben wir gefunden. Das war meiner. ich muss jetzt die Zombies erstmal killen. Alter. Hast du Shotgun-Muni? Ich hab 3 Schuss.
Optimal. Dann sind wir ab jetzt mehr als tödlich. Ich will aber sehr tödlich sein. Oh nice, ich habe ein Magazin gefunden. PC Gamer. Habe ich auch gefunden. 1998 und eine Endzone Medal of Honor. Ich habe SKS Muni gefunden. Oh Gott. Weißt du, Munition für jeden finde ich, aber nicht meine Muni. Ja, die BK habe ich weggeworfen. Also die SKS-Muni habe ich gerade auch nicht in Verwendung. Aber die Shotgun-Muni, die ist natürlich, Dufte. Bosnovko? Die ist gut, ja. Junge, hör doch auf. Hab Bugshots gefunden, zwei Stück. Wo ist Bosnovko? Dieses Grüne, kann das sein? Es gibt hier Vending Machines. Ja. Also ich meine, welche, wo man kaufen kann. Nein. Was? Ja, ich sehe gerade auf der Map, sind ganz unten die Map-Marker. Vending. Und das ist so ein Kaufsymbol dabei. Kaufautomaten vielleicht. Und wo bist du gerade? Also Trader gab es hier auf dem Server noch nie, also keine Ahnung. Und hier ist so ein... Wir können es ja mal abchecken, auf jeden Fall bei Gelegenheit. Und Kolembrode ist halt grün markiert, das kann sein, dass das eine Safe Zone ist. Das wäre aber neu für mich, das gab es hier früher auf jeden Fall nicht. Wo? Ja, vielleicht für die für neue Leute einfacher drin machen. Kolembrode? Ja, das ist neben Devil's Castle rechts. Ja, wir können da ja gerne mal, also du bist ja da in der Nähe, du kannst ja da mal hinlaufen. Aber eine Safe Zone direkt neben dem Airfield wäre ja komisch. Jo. Also ich glaube nicht, dass das eine Safe Zone ist. Und Adam, also ja Adam Morph auch. Ja, meine ich ja. Das wäre ja direkt neben dem Airfield. Achso. Das wäre ja irgendwie ein bisschen komisch, oder? Na, Kolembrode ist auch nicht so weit weg davon. Weiß es nicht. Aber das mit den Vending-Dingen, das verwirrt mich auch ein bisschen gerade. Ja, du, vielleicht haben die den Server auch kaputt gemoddet. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, also. Wenn man. Warte mal, ich. In Elektro ist auf jeden Fall ein Vending-Machine. Kannst du es dir ja mal angucken? Also, ich kenne mich damit nicht aus. Ich weiß auf jeden Fall, dass es die Dinger früher hier nicht gab. Ja, die sind auch alle. Ja, die sind auch alle nur am Strand, die Vending Machines, sehe ich gerade. Nice. In Tscherno sind zwei. Komarovo. Und Berenzino zwei Stück. Komisch. So, Alpha, wo bist du? Und in der Military Base. Ich bin in Narizino an der Abzweigung nach links jetzt. Also wie kann es eigentlich sein, dass ich 50 Millionen Zombies aggro habe und du nicht einen einzigen? Ich bin auch bei der Police Station wieder, weil hier noch ein kleiner Freund eine Stichschutzweste anhat. Die würde ich mir noch kurz abholen. Oh. Hier ist ein toter Zombie. Mehrere tote Zombies. Das sind viele tote Zombies. Free States Backpack. Ihr spielt aber euch oder was? Nö. Ich hab die gekillt. Ah. Ja. Wo sind eigentlich die drei? Und der hat einen coolen Rucksack. Der Zombie. Wo seid ihr jetzt genau? Ich. Ich
Ich bin jetzt bei Nadez Hino. Ja, ich bin auch hier an dem einzelstehenden Haus. Lass uns am Brunnen treffen. Okay, gleich. Ah, ich seh dich schon, oder? Hast du gerade einen Rucksack in der Hand? Ja. Ja, hier, ich komme gerade vom Werk runter. Der Rucksack ist cool. 80 Blitz. Schuss. Oh. Ist nicht weit. Let's go. Das ist nicht weit. Ich habe jetzt 2 Schuss für die Sniper. Gleich alle tot. Ich schon, komm. Ich folge mal den Zombie, wo der hinrennt. Hier rennen 2 Schweine in meine Richtung. Ich sehe den Spieler. Bist du gerade im Baum? Ja. Hast du auf Schweine geschossen? Nee, ich sehe dich gerade. Ich bin hinter dir, aber wo ist der? Der war 50 Meter vor mir. Ist der von der Lichtung aus gesehen auf deiner oder auf meiner Seite? Ich weiß nicht, wo du bist. Der war genau vor mir. Ich bin hinter dir. Vor dir? Ja. Der hat, glaube ich, einen Motorradhelm auf. Ich habe Motorradhelm auf, einen gelben. Ja, der ist Schwein hinterher gerannt. Ich zieh meinen Helm mal wieder ab. Sieht immer besser aus, ja. Das kriegt einen Kopfschuss. Ja. Scheiße, ich hab nicht. Das kann nicht sein, dass der weg ist. Der war 50 Meter vor mir. Ist der in einem Baum und jetzt sehe ich den nicht mehr. Der ist gleich hier bei der Stadt. Ich sehe ihn von hier oben halt auch nicht. Vielleicht sind das auch die 3 Leute wieder. Warte mal, hat keiner auf ein Tier geschossen. Nein, ich hab gar keine Waffe. Keine Waffe. Der Typ hat ganz. Wir haben uns gerade erst getroffen und dann kam der Schuss von deiner Richtung aus. Ja, also der Typ hat ganz klar. Es ist hier wieder ein Zombie drin. Steps hinter mir? Ich bin auch gerade hier an der Stadt, ne? Hab ihn tot, wieder down. Schön. Bleib einer von uns hier? Ja, ich bin. Wo bist denn du? Bleib mal stehen. Ah, das bist du hier, ja? Ja. Ja, spiel das down. Das war der mit dem. Ah, der Zombie ist jetzt hier drin. Junge. Okay. Wir kommen. Hat er nicht? Der ist durch die Wand. Nee, hat er nicht, aber. Das war. Aber ist keiner von den 3 Leuten, ne? Nee. Also nicht, das hier auf der Straße? Ich bin immer noch im Baum. Seid ihr auf der Straße? Nein, negativ. Wo? Wieder bei mir? Wo? Direkt auf der Straße. 2 Stück mit Maske. Okay, ich habe 2 Schuss Munition noch. Ich tue, was ich kann. Ich bin am Kiosk. Okay, an den Kiosken. Oh je. Du schießt? Ja. Ich sehe sie. Hab hier einen Zombie über Miles gehalten. Hab ihn gehittet, er ist down. Sehr schön. Push ihn. Der andere? Ich hab danach keinen Schuss mehr. Wo sind die denn? Ich check gerade. Ja, komm. Wer ist jetzt wer von euch? Ich, wer ist das hier am Brunnen? Gegner. Ja. Alles Gegner. Oh mein Gott. Ich muss hier weg, das sind zu viele. Das sind 4 Spieler oder so. Nichts riskieren, Leute. Der mit der Maske ist der Gegner. Ich habe den grünen Rucksack, ne? Ja, ich hab einen dunklen Rucksack an. Der mit dem grünen Rucksack ist der Gegner. Ja. Okay. Wo ist er? Ich bin gerade im Haus drinne. Er ist draußen am Haus. Oh mein Gott. Ich gehe von hinten. Stoß? Ja, ich.
Warum lädt denn meine scheiß Siegel nicht nach? Ach, jetzt. Habt ihr down? Die lebt noch. Ich bin im, am Haus hinten. Verbind mich. Ich hab Muni gefunden, ich bin wieder ready. Bei welchem Haus seid ihr gerade? Wer ist das jetzt hier bei mir? Ich. Ich mach dich ja gerade tot. Nee, warte, ich hab doch eine Pistole. Okay. Ah, okay, hat aber nix. Ich hab so schlecht geschossen, ey. Ich aber auch. Aber nicht schlecht. Da waren es die drei, also ich habe zwei. Ja, sind jetzt zwei gewesen. Bei dir auch noch zwei, oder wie? Nein, hier. Nee, jetzt liegen hier zwei Stück insgesamt. Also hier liegt einer und dann an dem Kiosk müsste einer liegen. Ja, und bei mir im Haus war ja auch noch einer. Also musst du erst mal einbringen, wie er aussieht. Du mit der grünen Hose bist jetzt wer? Ich bin Alpha. Ja, wir gehören zusammen. Komm mal rüber. Also wir drei jetzt hier. Ja. Genau. Okay, warte mal, ich muss mal Wasser nachhören. Hat einer Essen? Ja, ich hab ganz viel Fleisch gebraten noch. Ich bin nämlich rot. Ja, komm her. Ich bin hier im Kiosk. Hier, nimm Erdbeermarmelade. Ja, perfekt. Und ich bräuchte vielleicht Shotgun-Shells, bevor wieder ein Gegner auftaucht. Shotgun? Kann ich dir geben, warte. Ja, aber lass mal nicht hier rein. Okay, warte mal. Ich werfe euch schnell was ab hier. Ganz kurz noch. Super. Hier liegen auch. Habe ich einen Haufen Waffen hingelegt, die ich gerade nicht. Ich weiß zum Beispiel auch nicht, was das Schwarze hier ist. Ist das eine Shotgun? Ja, ist eine Shotgun. Ihr habt ja Essen, teilt euch das auf. Essen habe ich genug. Irgendwie sollte man das machen. Machen wir es so. Ja. So. Das langt eigentlich. Das nehme ich mit. Vielen Dank. Ich bin nämlich rot. Da, Shotgun. Gönnen Sie sich. Vielen Dank. Boah, noch Shells, Kuh, die blöde Kuh hat mir meine Jacke ruiniert. Lagen hier gerade Shells? Kuh. Hatte ich halt zwei hingelegt. Ich hab sie nicht aufgehoben. Lol. Die lagen da aber gerade. Ja, die lagen da auch. Ich hab sie aufgehoben. Ah, doch, ich hab sie doch, lol. The fuck? Ich hab 357er Muni. Ich hab sie doch, sorry. 357er, genau, 357er hab ich auch noch. Ja, bitte hinlegen. Hier. Was ist das? Habt ihr irgendwas von ABC-Klamotten? Nee. Ja, mir fehlt nur noch die Jacke. Warte mal, komm her. Hier. Ja, warte, ich repariere gerade meine Jacke im Busch. Meine Hose ist natürlich auch beschädigt. Hab ich ein Nähset. Oh, mein nächster ist. Hast du auch eins? Ich habe auch eins, ja. Ah, mein. Ja, bitte, liegt. Geht das damit auch? Ja, okay. Nee, geht damit irgendwie nicht. Was müssen wir reparieren? Hose. Oh, Nähset oder. Hier. Alles da, alles da. Und hier drin ist auch die Jacke in dem Nuklear Backpack, ne? Nee, das ist alles in meinem Stash. Achso, ach, von deinem meinst du jetzt? Okay. Ja, hier auf dem Boden liegt die Tasche. Ah, perfekt. Cool. Okay, cool. Hat jemand 5, 45, 39? Nee. Okay. Passt. Okay, wird hier abbauen. Brücke runter. Oh, jetzt bin ich wieder zu voll. Machen wir das hier. Nein, wir laufen jetzt zu meiner Stash, richtig? Können wir machen, aber wo lang? Westen, warte mal. Ja, genau, geradeaus, ja. Hier lang. Hier so.
Ach, der Wandersimulator. Steven? Ja? Ich bin gerade bei unserer alten Base. Echt? Mhm. Die Kirche. Mhm. Also haben wir jetzt wieder den Server gewechselt und spielen noch nicht mehr auf den alten, oder wie? Doch, auch. Aber wir gucken gerade mal so. Auf dem anderen war ja nichts los, ne? Ja doch, aber man hat nur kaum jemanden getroffen. Ja, meine ich ja. Oh, wo seid ihr? Ich habe euch verloren. Ich muss das mal nachladen. Aber ich würde schon gerne noch die Base ausnehmen von den einen. Ein Stückchen hochlaufen am besten einfach. Ach, Ocean, die Autos, die stehen nicht mehr, ne? Haben sie mitgenommen? Hm, beide, aber Base stand noch, komischerweise. Ah, ich seh dich. Rechts von dir sind wir. Oh, warte mal, ich glaube, wir müssen hier lang. Ja. Da hat er eine goldene Tiege. Ja, die habe ich gefunden, wo ich diesen Raid da. Und, wo brauche ich jetzt ein Messer raus? Wo ich diesen Raid unterruptet habe. Mhm. Da sind immer noch Überreste in der Base. Mal gucken, was noch drin ist. Ich glaube aber nicht mehr wertvoll ist. Solange wir es haben, ist es besser, als wenn es andere haben. Ja, das Wichtigste habe ich schon rausgeholt, was noch da war. Ja, wo wollen wir denn gleich überhaupt hin? Wenn ihr alle zusammen seid. Ich dachte, ihr hattet jetzt schon einen Base-Spot ausgemacht. Nee, noch nicht wirklich. Ah, dann mach deinen aus. Würde er sagen, also wir suchen uns jetzt einfach irgendwo eine Hütte, die gut gelegen ist, dann, wo wir so unseren Loot abwerfen können und dann bauen wir irgendwo eine richtige Base. Warum? Ist hier Base Building Plus? Ich. Keine Ahnung. Was bist du? Ist hier Base Building Plus oder normales Vanilla Base Building? Es gibt auf jeden Fall neue Base Building Sachen. Nee, hier ist anders. Also, du kannst direkt so auch so eine Türen bauen. Du musst nicht so eine ganze Wand bauen und so. Even More Doors ist das, glaube ich. Da kannst du ja gleich mal angucken. Wir gehen gleich zu. Also, der Stash ist bei der geradeten Base. Da kannst du dir die ja mal angucken. Ja, sobald ich das sehe, dann weiß ich eh, was das für eine Mod ist. Das siehst du. Ich kenn ja eigentlich alle Base-Building-Mods. Man kann ja auch einfach fragen. Man kann auch einfach die Modliste gucken bei DSZA-Launcher. Ja, manchmal steht es aber nicht drin, weil die es in dieser Kollektion mit drin haben, die du dir runterlädst. Ja, okay. Und dann siehst du halt nicht, was du dir runterlädst. Bis jetzt habe ich noch keine BWP-Sachen gefunden. Gibt es die ABC-Dinger nicht mehr, sondern NBC jetzt oder wie? Es gibt hier mehrere Sachen. Ja, gibt in verschiedenen Farben und so. Nee, hier gibt es auch ganz andere Anzüge, glaube ich, teilweise. Es gibt ja auch so eine Doppelmaske. Es gibt ja auch so eine Doppelmaske. Ich habe gestern auf einem Server gespielt, der hat den richtig geile Mod. Und zwar diese Nuklearanzüge, ne? Aber so richtig mit Helm und allem drum und dran. Das war geil. Okay. Aber da ist so dieser Atem, du trägst halt die Sauerstofftanks, die trägst du auf deinem Rücken halt. Ah. Das Ding wiegt 160 Kilo. Eieiei. Da ist nichts mehr mit Rennen. Nicht? Nö. Nee. Oh, guck mal. Ja, aber da ist nichts drin. Habe ich letztens schon gelootet. Okay. Die hat schon alles ausgenommen, ja. Erstaunlich, ich finde das, obwohl so wenig Leute da waren. Hier so alle quer durchrennen. Lass erstmal direkt zum Stash, dann kriegt ihr alle einen Plate Carrier. Als ob der nicht umgefallen ist. Okay, ich bin in Tscherno gespawnt.
Nice. Eigentlich kannst du dann dich direkt mit den anderen treffen. Warum kommen die dann auf einmal alle her, ey? Okay, das Schwert, mit dem ich gespawnt bin, ist geil. Kriegt schon mal einen Pluspunkt, das gefällt mir. Jetzt wird noch das Schwein gejagt. Ich hab hier so eine Waffe, damit one-hittet man Zombies, wenn man auf den Kopf haut. Aber warum kamen die jetzt alle an? Ich hab doch Teile gedämpft geschossen. Bei normalen Vanilla. Ist es wieder mit Gruppen? Ist nee. Schall nee. Gedämpft. Auch nicht wirklich Schall gedämpft. Also bei den Zombies hat es bisher immer gut funktioniert mit der Digel. Ach, guck mal, da ist ein Schwein, lol. Ja, das haben die gerade gejagt. Ja, die jagen jetzt immer noch. Ja, wir müssen hier einmal durch, Leute, sorry. Oink, oink. Standbild? Lassen wir die mal weitermachen. Ja, doch. Man soll die ja nicht unterbrechen. Ach du! Ah! Ich mach. Hier ist eine Schwedenfahne auf dem Haus. Ja, das ist eine Base, pass auf. Ach, scheiß Flagge brauchen wir ja auch noch, ne? Da wollte ich jetzt erstmal dran vorbeilaufen. Ja, oder wir gehen hin und machen. Ja, mal, vielleicht sind die inaktiv. Da stand letztens ein Auto hinter der Base. Nee, die sind, nee, wenn die inaktiv sind, gehen runter. Genau. Boah, das leckt aber gerade ganz schön hier. Hier steht ein Auto hinter der Base. Ich hab Standbild. Oh, es war aber letztens rot, glaube ich. Nee, nicht Quatsch, das ist das gleiche immer noch. Wird die Reifen. Alter. Ich glaube, die sind inaktiv. Aber mir leckt nix, also. Nee, bei diesen Fahnen-Mods ist es normal so, dass die Fahne runterfährt, wenn die inaktiv sind. Okay. Also dann ist die auf Halbmast oder also ich genau. Bin jetzt an der Base schon bestimmt 20 Mal vorbeigelaufen in den letzten Tagen. Da war noch niemand da. Also da haben sie normales Vanilla-Base-Building. Aber die Tür ist... Ja, diese ja, Even More Doors haben sie. Genau, Even More Doors ist das. Wo seid ihr lang gelaufen? Straße weiter. Das heißt, wenn wir ein Haus zubauen, können wir uns da neue Türen reinmachen. Mit Codelock wahrscheinlich und so. Normale Straße oder Feldstraße? Erzähl ich jetzt nicht. Vom Eingang, also weg vom Eingang des Hauses weglaufen. Links weiter runter, ich seh dich. Ah, da, ja. Ja, ich sehe dich. Polaris-Tabletten, okay. Base Owners, please don't forget to build a persistent flag. Ja, damit der Loot nicht despawnen kann auf dem Umkreis. Ansonsten ohne Flagge despawnt alles. Noch eine Zeit. Ja, aber nicht so schnell, also. Ich glaube, Kisten stehen bis zu 2 Wochen oder so, oder? Ist, glaube ich, serverabhängig, wie die das ja, eingestellt ist, haben. Genau. Ja, aber ich glaube, Vanilla mindestens 48 Stunden oder so. Unterschiedlich. Wenn du vergrabene Seemannskisten zum Beispiel hast, die bleiben sogar, glaube ich, eine Woche. Nee, aber wenn du die einfach platzierst in der Natur, dann bleiben... Also wenn du vergräbst, bist du zwei Wochen, glaube ich. Standard. Habe ich vorhin irgendwo gehört. Ups. Ich habe kein Autorun, wenn man in die Karte geht. Wir sind jetzt hier gleich an meiner Stash. Das ist dann auch gleich die geradete Base davor. Gibt hier ein Autorun? Ja, ja. Numpad Plus. Beste Mod ever. Ja. Also da muss ich sagen, das ist eine Mod, die würde ich jederzeit drin haben wollen. Welche? Autorun. Ah, okay. Das ist eine Mod, die
gegen die habe ich überhaupt null was. Die ist vorteilhaft. Oh, warte, wir sind jetzt schon hier. Hier ist meine erste Truhe. Hier ist dann die Schaufel. Ich bin jetzt bei dem Haus. Da ist zum Beispiel der eine Plate Carrier. Ich weiß nicht, wo ihr beiden seid. Ja, warte, warte, warte. Ich höre dich. Hier rechts. Ja, hier rein, hier rein. Links, 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 links. Ja, genau. So, hier ist meine erste Kiste. Ne? Was ist der Unterschied zwischen der EOD-Weste? Die EOD-Weste ist eine, so eine leichte Juggernaut-Weste, kannst du sagen. Ja, die ist vor allem, die ist fast dreimal so schwer. Ja, die ist dreimal so schwer, aber hält dreimal so viel aus. Die ist schon crazy, ja. So, dann muss ich hier mal ausbuddeln. Ja, wer nimmt den Plate Carrier? Nimm ruhig. Super. Aber mir ist egal, ich hab einen. Da ist die Hose. Kannst du zum Beispiel auch mit in die Tasche packen? Ja, in der Pfanne habe ich noch ein bisschen. In der Pfanne habe ich den Hut und die Schuhe. Oh, das ist sehr gut, ja. Und in der Wooden Army Crate hast du hier bei uns jetzt noch die Hose. Genau. So, die Pfanne nehme ich auch gerne. Die Muni kann ich da reinpacken. Das weiß ich auch nicht. Ich habe auch noch so einen angefangenen Gasmaskenfilter. Achso, der ist von euch. Ja, wollte ich aber haben. Irgendwo ist hier, glaube ich, noch einer. Hier, dieses First Aid Kit zum Beispiel, ist auch eins von diesen speziellen medizinischen Sachen. Das ist auch für PvP bestimmt richtig nice. Ja. Und was ist mit diesen Honor Endzone-Dingern? Keine Ahnung. Habe ich noch nicht gefunden. Ich glaube, ganz geflogen. Ich habe hier drei Stück davon. Achso, a prize for in a game event, the person or group with most medal honor collected. Achso, Handschuhe fehlen auch noch. Also wir haben auf jeden Fall drei von den Dingern. Also jetzt fehlt noch Handschuhe und Gasmaske haben wir ja, ne? Keine Ahnung, hab ich keine. Ich auch nicht. Irgendwo hatte ich, ich glaube in der anderen Kiste hatten wir, die war hier. PC-Magazin, Counter-Strike Condition Zero. Cool. Old but gold. Ah, da hier ist die Gasmaske, genau. Ja, die kannst du zum Beispiel auch mit reinpacken dann. Flagge haben wir, sogar eine Deutschlandflagge. Cool. Ja. Da kommt wieder der. Der habe ich auch schon, habe ich extra schon aufgehoben. Der Patriot. Ja, ist die einzige, die ich bisher gefunden habe. Mhm. Sagen sie alle. Ist so. Dann sind sie schwanger. Naja, Hauptsache Flagge. Hier runter. Den kann man hier rein. Die Äxte auf jeden Fall mitnehmen. Ja, ich muss gerade mal Platz machen. Was hat denn der Rucksack? 80. Also jetzt habe ich die Dinge vorhin liegen lassen. Ich habe hier einen fetten Rucksack drin. Ja, ich würde den mal nehmen. Den kann ich auch gut was einpacken. Ja, nimm den. Der Knüppel hier hoch. Die kommt da rein. Ja, hier ist diese AK-Muni halt auch drin. Ne? Hm. Ja, ja, ich habe mir einen Stack genommen für die Sniper. Oh, ey, da ist ja Mosin. Ah, jetzt okay. Habe ich gerade da reingepackt, ja. Ach so. Wo ist denn die Mosin-Muni? Irgendjemand hatte doch Mosin-Muni. Ja, 6 Schuss liegen da drin neben dem Schleifstein in der Mitte ungefähr. Ah, perfekt, danke. So. Holster, schon eine Pistole. So. Der Plate Carrier ist zu schwer. Ja, der ist echt schwer. Kann aber auch den Leben retten, ne? Ja,
Feld. Können wir ja Beste, aber. Ja, hier ist auch eine Base. Die ist auf Halbmast. Schau, da siehst du es. Ja, genau. Das ist die geradete Base. Da habe ich das Zeug rausgeholt. Da können wir auch gerne nochmal reingucken, aber da ist nichts Besonderes mehr drin. Ja. Nee, aber das heißt eben, dass sie nicht mehr aktiv sind oder halt, keine Ahnung, wahrscheinlich dann 2 Wochen oder so nicht mehr da waren. Okay. Wenn die so auf Halbmast sind. Ja, das kann gut sein, ne? Eine Woche. Wollt ihr Ocean dann noch mitnehmen? Ich glaube, der ist auch da irgendwo in Cherno. Ja, ich werde heute nicht mehr alt, wollte ich da mal sagen. Also ich pack's gleich. Ich würde jetzt auch bald ausmachen, dann eigentlich schon verspielt. Hm. Das ist doch kein Problem. Morgen dann weitermachen. Ja, hier ist eine Call. Wo ich eigentlich sagen muss, eigentlich hätte ich gern schon noch eine Base gebaut, weil dann hätte ich morgen schon, weil ich zock wahrscheinlich morgen viel früher als ihr. Hier sind 2 Presswesten. Die könnten wir noch stashen. Oh, und hier ist 500 Kilo Fleisch. Und eine Dual Gasmask. Alter, klar, die hab ich liegen lassen. Also hier sind wirklich 500 Kilo Fleisch noch drin und ein Safe. Ja, ich weiß, aber. Ey. Also kannst du es gerne nimm raus und... Ich würde die Presswesten würde ich halt noch schnell in den Stash packen, weil... Ja, Stash, was du willst. Ist, das ist, glaube ich... Voll die Dinge. Schutzwesten kann man nie genug haben, wenn man stirbt. Was bei mir natürlich eigentlich nie vorkommt. So. Hier war noch... Ach, die hast du schon wieder verbuddelt hier, ne? Ja. Nee, ich hab noch nichts verbuddelt. Ja, den Vorschlaghammer, scheiß drauf, den Vorschlaghammer. Den brauchen wir für die Fahnenmast. Okay, dann können wir da nicht drauf scheißen, dann machen wir das so. Zack, den, zack, zack. Den müssen wir dann einmal setzen und dann ist er eh ruiniert. Ja, ist drin. Wenn was ist der Vorschlaghammer? Ja, ist drin. Na, wollen wir jetzt auch in Richtung Base gehen? Also irgendwo was aufbauen oder? Machen wir jetzt Feierabend. Mir ist es egal. Also ich werde nicht mehr alt, also ich würde so, ja, 10 Minuten noch, dann werde ich wahrscheinlich hier weg, deshalb, also ich kann auch einfach hier ausloggen. Da ist die Frage, wo machen wir die Base? Hm. Wie wär's mit Biathlon, Arena? Oh, was? Mhm. Da oben hin? Ja, wir wollten doch eben Norden. Die Frage ist, kann man auf dem Server, also wie leicht, also Vanilla kannst du Base halt total leicht raiden. Wie leicht kann man das machen? Weil je schwerer das ist, desto zentraler kann man ohne Probleme gehen. Also hier ist es schwierig auf jeden Fall. Dann, ich sag so viel, die Mod, je nachdem wie es gebaut ist, kannst du sie so machen, dass du sie auch wirklich gut verteidigen kannst. Ja, ich sag mal, Base ist immer raidbar, wenn du da Leute hast, die da hier noch Zeit reinstecken. Ja. So, ich verbuddel jetzt wieder alles, ja, oder? Ja, mach das. Also was ich, glaube ich, relativ eine coole Base-Location finde, ist irgendwo um... Ja. Du liegst da drauf. Aha. Man kann hier nicht im Osten spawnen, habt ihr gesagt, ne? Das geht nicht. Okay, das ist schade. So, okay, also, warte mal, dann kann ich ja das Zeug eigentlich auch wieder reinpacken hier. Ja, ich finde halt mittig in der Map immer am zeitsparendsten, weil man nicht immer ewig durch die Gegend rennen muss. Also irgendwo. Mir ist es persönlich egal, wo wir bauen. Hier Rogovo zum Beispiel die Gegend. Oder. Die meisten Leute laufen halt, wenn du jetzt überlegst, die laufen halt über Zeleno. Und dann laufen die zum Airfield oder die laufen. Okay, wahrscheinlich eine unauffällige Map, Base, ne? Achso, Rogovo ist eine Zone, so eine orangen Zone auf der Map. Toxic Area. Toxic Area. Bogorevka. Wir sind doch gerade in Trotzino. Wenn du auf die Karte guckst. Ja. Bei euch in der Nähe ist, glaube ich, Airdrop gerade.
Ja, wenn du jetzt ein Stückchen nach unten gehst auf der Map, da hast du doch die Straße, die nach unten führt und dann nach rechts abbiegt und endet im Wald. Ja. Lass dort mal hingehen und gucken, wie es dort aussieht. Ist auch die Frage, was wollen wir für ein Haus, ne? Also wollen wir... Am besten nur Platz ist ein bisschen. Ich würde sagen, erstmal einfach ein Haus, damit wir was zum Abladen haben und dann bauen wir irgendwo uns eine richtige Base hin, einfach, oder? Ja, aber ein bisschen Platz brauchst du ja trotzdem. Sub ist das Castle. Ja, da wird ich nicht bauen. Ich habe mir eine gute Stelle rausgesucht. Ja, rechts von Sub sind so Garagen, da kann man... Ich habe mir hier... Wo? Unter Gorka. Im Wald, da ist so ein... Was war denn das? Ein Greenhouse, oder? Gorka. Ja, ich weiß, was du meinst. Da ist so ein... Das hatte ich mir persönlich vorhin rausgesucht. Da wollte ich meine Base bauen. Das ist dieses braune Haus, was einen Hintereingang hat und dieses seitliche Werkzeugschuppending. Was ist das? Ja, wo man auch so Mosin und so einen Scheiß findet, so ein Jagdhaus quasi mit so einer Bar. Aber wenn ihr bei uns nochmal guckt, hier gerade in Trozino, da entweder wo die Straße endet oder weiter unten, da wo dieser gräuliche Kasten ist, da wo auch der Jägerturm ist, unten am Ende vom Wald, links. Nee, das ist ein grünes Haus. Landhaus 2W02. Das ist dieses Greenhouse. Das Doppelhaus, ne? Nee, da wo du oben noch die zwei Zimmer hast und einmal diese Küche und diesen Flur. Das ist so ein Haus. Wie wäre der? Das ist doch gut, oder? Das ist da bei Gorka. Ja. Nee, hier unten bei Boa ist das. Oben. Nee, ich meinte nur, den Ort, den ich meinte, das ist auch so ein grünes Haus. Mhm. Grüne Häuser sind gut. Da hat man Platz. Wollt ihr bei Gorka ist ganz rechts auf der Map. Nee, Boa, wo Boa ist. Boa ist unter Trozino von uns. Da willst du eine Base. Aber Trozino, das finde ich zu weit südlich, weil wenn du länger spielst, viel Zeug hast, dann lootest du immer im Norden, dann bist du Tissi, du bist, keine Ahnung, die Base zwischen Kamensk und Nagornoe. Also ich finde die Base halt eigentlich ideal, weil die relativ mittig ist und du von der Küste halt auch gut hinkommst, weißt du, wenn du gestorben bist. Wo denn jetzt genau? Na, unter Gorka halt. Dann machen wir jetzt Gorka. Gorka ist ja nicht an der Küste. Gorka ist ja im Osten. Ja. Gorka ist geil, wenn du Berenzino spawnen kannst. Das ist optimal. Aber wenn man da nicht spawnen kann... Warum kann man doch spawnen? Ja, aber nur mit Glück. Und dort oben in Berenzino oder Svetloyarsk da oben zu spawnen, das ist so selten. Okay. Da hatte ich schon überlegt, weil die Base halt so schön abgelegen ist, weil da wird bestimmt niemand dran vorbeilaufen, wirklich. Auf nach Gorka. Wie gesagt, ich dachte ja auch eher als Starter-Base und dann kann man ja auch noch so eine richtige Base weiter woanders hinbauen. Weiß ich nicht. Mir ist das alles egal. Ich habe, wenn denn, in so einem Spiel meistens nur zwei oder drei Basen. Dass man immer flexibel sein kann, weißt du? So zwischen Basen, wo man sich ein bisschen besser ausstatten kann, immer wieder. Genau. So, Jungs, pack's mal. Okay. Alles klar. Mal hier in dem Haus aus. Dann laufen wir morgen also zu Gorka. Ich weiß noch nicht, wann ich morgen da bin. Wahrscheinlich Nachmittag irgendwann. Okay. Ist irgendwie alles makellos, weil jeder Gegenstand, den ich gefunden habe, ist makellos. Du kannst hier einen Moonwalk machen. Die gehen auf jeden Fall kaputt, die Sachen, und man findet auch kaputte Sachen. Also, das ist wahrscheinlich einfach nur Glück. Also, ciao. Ciao. Vielleicht ist die Chance einfach ein bisschen höher, hier bessere Sachen zu finden, aber... Man kann sich die Eier kraulen. Oh nein. Oh doch. Nein. Eigene Befehle, Rückwärtssaldo. Na, wie lange macht ihr jetzt noch? Ich mach noch. Ich laufe jetzt zur Gorka und dann mal gucken. Wie ist das eigentlich? Ja.
Wollt ihr sowas vielleicht ummachen? Ich bin da. Ich erkunde einfach ein bisschen die Map. Ich schaue mich einfach so ein bisschen um mit meinem bescheuerten Tankerhemd, den ich gefunden habe. Ja, dem wird es zu spät. Ich muss morgen noch mit einer Kameradin was fürs Referat ausarbeiten, leider. Leute, die am Wochenende arbeiten müssen. Traurig. Nordöstlich. Ja. Uni halt. Kannst du auch Prioritäten setzen, Daisy? Habe ich heute schon gemacht. Ja, ich wie gesagt, ich bin mal morgen wahrscheinlich auch viel früher online. Ja, die Jungs sind nicht so wirklich on. Was sagst du? Die Jungs sind nie wirklich vor 19 Uhr on. Ich habe das auch schon probiert. Doch, letztes Mal waren wir um 16 Uhr oder so. Oh, ich denke mal so, weiß ich nicht. 12, 13 Uhr bin ich bestimmt schon da. Ja, mal gucken. Ich werde wahrscheinlich. Also, ich habe vor, die Nacht durchzumachen. Mal gucken. Warum? Sag mal, wie viele Military Zones gibt es denn? Warum? Wo du durchmachen willst. Oh. Hätte mich ein bisschen früher kennenlernen müssen. Es gab Tage, die ich durchgemacht habe in Daisy. Okay. Ja, aber ich kann ich mich auch noch erinnern, aber jetzt denke ich mir so, warum? Ja, weil ich mit den Jungs unterwegs war, Base angefangen haben, aber ich wollte natürlich die Base ohne offen stehen lassen, also was machst du? Ja, ist die Base fertig. Kenne ich von Rust und Ark und alles, ja. Ja, und dann halt auch alles gemacht und in der Zeit auch noch Farm gewesen, Loot Runs und sowas. Ich hätte jetzt auch Bock, aber ich kann nicht morgen so verballert sein, wenn ich so früh aufstehen muss. Nee, das ist nicht gut. Aber gestern hätten wir richtig lange zocken können. Schade, dass wir uns nicht schon einen Tag früher kennengelernt haben. Nee, ich geh jetzt. Ich mach jetzt lieber aus, dann bin dann lieber morgen früh on. Ich habe ja Ferien, ich kann morgen lange zocken. Na dann. Wünsche ich eine gute Nacht. Und bis morgen. Auch nicht so viel alleine. Ja, mal gucken, ne? Wenn du morgen online bist, steht schon die Base mit 3 Stockwerken und Fully Trip. Hab ich kein Problem. Ah, gut, dann logge ich mich jetzt hier mal lieber da oben aus. Ich hoffe, dass mir jetzt kein Spieler entgegenkommt, ey. Ich komme jetzt nicht. Mein Schalldämpfer ist demoliert. Ist nicht gut. Meine Waffe ist demoliert. Nix. Also du läufst auch noch Gorka? Mhm. Bin gleich schon da. Okay. Oha. Ah, ein bisschen dauert noch, aber. Scheiße. Such mal ein Waffen-Repair-Kit bis morgen. Mann, wie schnell man schon wieder ausblutet, Alter. Ich kassiere einen Hit und mein Charakter so aus allen Löchern. Welcome to Daisy. Gut, also du machst die Nacht durch. Okay, na, dann bist du ja morgen früh da. Wahrscheinlich. Je nachdem, wie bist die Laune ist. Bist du denn hier im Discord, oder? Kommt drauf an, wenn jemand noch dabei ist. Ja, ansonsten bin ich zwar im Discord, aber wahrscheinlich nicht im Channel. Ja, wie heißt du nochmal? Warte mal. Ghost, okay. Ist hier was Magisches im Scheißhaus? Nein. Okay, wenn ich morgen richtig früh aus dem Bett falle, also, das ist ja schon morgen. Wenn ich nachher richtig früh aus dem Bett fallen sollte, dann komme ich vielleicht schon früher und mal sehen. Ja, einfach anschreiben. Und dann, wenn ich nicht schlafen sollte, dann werde ich auf jeden Fall antworten. Alles klar, also zu spammen. Kannst du machen. Nee. Musst du aber nicht. Genau, musst du. Kannst du. Das ist geil, dass es hier so ein Item gibt, womit man die Schalldämpfer reparieren kann. Entweder das Waffenreparaturset oder das Elektronikreparaturset. Nee, hier so eine kleine Bürste gibt's hier. Oh, cool. Cleaning Brush. Ach, cool. Bringt nur leider meiner Waffe nichts. Ich hab den angespitzten Stoff gemacht. Yeah.
Natürlich unaufhaltbar. Oh Mann. Perfekt. Na dann Leute, bis morgen, wa? Bis morgen. Ja, tschüss. Ja, peace. Modded Towns. Da freut sich der Dennis. Ich freue mich auch. Du glaubst nicht, was ich gerade gefunden habe. Ein Penis? Ein Bike Kid Lady? Oh je. Oh nein. Mann, ich will keine helle Rinde. Ich will hier mal ein bisschen Brennholz. Jetzt kriegst du eine dunkle Rinde. Nee, dunkle Rinde muss ich heute mittlerweile auch bezahlen. Die Rindensteuer. Jetzt haben wir es endlich Brennholz, ey, her damit. Ey. So, die Stellenklinge ist im Arsch, aber dafür habe ich Brennholz. Ich habe ein Problem. Schon wieder oder immer noch? Ich hätte jetzt Fahrrad fahren können. Aber? Ich habe keinen Schraubenzieher. Hast du ein Fahrrad gefunden? Ja, so ein Paket. Ich kann es sogar mitnehmen. Guck mal, ob du dafür nicht noch extra Sachen brauchst, so Reifen oder sowas. Oh, ich habe einen Kotlock gefunden. Ja, aber eigentlich brauchst du keins mitnehmen. Ich habe auch schon 4 Stück. Ja, ich meine, kann man aber. Lieber haben, als das andere haben. Ja. Was wir haben, kann nicht mehr spawnen. Über Horte aufregen, aber selber horten, weißt du? Ja, weil die es immer machen, machen wir es jetzt auch. Ja. Gleiches mit Gleichem, sagt man doch immer. Gib mir jetzt einen Schraubenzieher hier. Ich will Fahrrad fahren. Ach scheiße, ich hab da noch gar nichts zum Feuer machen. Hab ich das Campfire in der Hand, aber nicht zum Feuer machen, ne? Ich bin ja intelligent. Feuertanz. Stock und Rinde. Ich hab das Lagerfeuer erstmal in meine Tasche gesteckt. Passt da rein, weißt du? Also einfach das Ding in die Hosentasche gesteckt. Fleischklöpfer kann ich wegbauen. Ist das hier hin? Noch ein Beil? Jetzt suche ich mir erstmal ein paar Steine. Oh shit. Was? World War Z hier mit den Zombies. Ja, ich hab vorhin eine kleine Military Zone auseinandergenommen mit dem Vorschlaghammer.
Hab die Viecher eigentlich 2-Hit immer hinten können, aber ey, da sind so viele gespawnt. Normal war das nicht. Warum will ich hier durch den Wald spazieren? Treffe ich nicht irgendwie auf Steine? Oder kann man nicht nach Steinen suchen? Nee. Früher konnte man das mal. Jetzt mittlerweile findest du es einfach. Mit ja, Glück. Dann. Ja, das ist mein Problem mit Glück. Ich habe nie Glück. Bei mir ist alles nur auf Skill basierend. Entweder ich kann es oder ich kann es nicht. Und in den meisten Fällen kann ich es nicht. Ich bin ein Scheiß-Schraubenzieher. 15 Minuten Restart. Ist mir egal, ich bin ein Scheiß-Schraubenzieher. Ist ja gut, ich sag's ja nur, meine Güte. Oh lol, hier steht schon ein Weihnachtsbaum, perfekt. Ist ja schon bald Weihnachten. Kannst du da irgendwas looten? Ich glaube, bis jetzt habe ich in der Stadt noch gar nichts gefunden. Ich glaube, die haben die C-Init dafür noch nicht geschrieben, vielleicht. Ja, das ist halt so eine gemoddete, weißt du? Ja. Ein Brunnen ist hier, immerhin. Ah, doch, hier, doch. Spawnt was, lol. Moin, Alter, wenn ich immer in der Nähe von Airstripper Lothar bin, habe ich mir jetzt schon Base-Spawn-Dings gefunden. So eine richtig schöne Holzfällerhütte steht hier. I like. Big Bart, seine kleine Art Eye. Mhm. Ja, das ist echt eine coole Stadt. Ich brauche aber 38. Wo the fuck ist Steven? Ich? Ich bin in Rokovo. Rokovo? Rokovo. Oh, Waffenpflegeset, da freut sich bestimmt jemand dann morgen. Ich bin weit, weit weg. Meine nächste Stadt ist Kozlowska. Ich lasse die Fahrer jetzt liegen. Jetzt findet er gleich Schraubenzieher. Na? Safe. Lol, hier ist sogar Weihnachtsmusik einfach. Mann, da sind diese Scheiß-Zombies nervig. Oh shit, Spieler. Oh. Ja, dann pass auf. Alter. Haben wir überhaupt Sägen? Ja. Okay. Also ob wir welche haben oder welche? Ey, also haben, ich glaube er hat welche. Das ist natürlich blöd. Warum? Ich hab Beil, Hammer, Draht, Schleifsteine, Flacke, Kotlock. Und eine Axt. Cool.
Ja. Also killen wir ab sofort jetzt jeden. Wir killen jeden? Wir killen. Ich glaub schon. Da müssten wir gucken, dass wir auch irgendwie eine gleiche Klamotten anziehen. Und auch ein gut sichtbares oder erkenntliches Armbändchen. Ja, so gleiche Tarnklamotten wäre schon cool irgendwie. Gibt's ja viele. No. So ein Blau oder so, so ein Marineblau. Am besten so pink, mitten im Wald. Kommt drauf an, was für ein... So Lachsfarben könnte doch schon schwieriger zu erkennen sein. Grün-Pink. Ich frage mich trotzdem noch, wie mich letztens die zwei Leute gesehen haben. In meinem Gili im Wald. Im genau. Baum. Fragst du mal. Epoxidharz. Lecker. Mitnehmen. Hab ich schon gegessen. Okay. Was kotze ich denn jetzt? Lol, was ist denn das hier? Sawblade. Ja, für Basebuilding ist das. Braucht man das? Nicht, dass ich wüsste. Zumindest jetzt noch nicht. Oh ja. Was ist ein geiles Rotze. Das Rotze? Rotze. Ich hab das Gefühl, ich werd gleich erschossen. Ja, das hab ich auch die ganze Zeit. Ich bin am überlegen, ob ich jetzt noch Novi Sobor mitnehme. Oder einfach straight weiter renne. Was hast du denn jetzt? Pablo Espanol? No. Uno Americano. Also ich glaube, wenn ich das Ding irgendwann mal mit Singleplayer mache, baue ich mir eine Base. Ich finde die Spot echt geil. Mir gefällt mir. Ah!
Pedde Eier. Pedde Eier. Wie kann ich mir echt gut vorstellen, dass gleich eine Base schon in dem Haus ist, wo wir eine Base bauen wollen? Kleines. Wenn wir das mal finden sollten, müssen wir es uns markieren. Warum, wegen Black Cocks? Ja. Glaub nicht, dass da welche sind. Einfach mal gucken. Einfach mal gucken. Gut, ich lock mich immer aus, solange der Server dann gleich runterfährt. Lass mich ins Haus, lass mich ins Haus, lass mich ins Haus.